let it bury me. I'm not okay. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Black Ops 3 Zombies. Im Titel steht es zwar, aber ich glaube, gleich werdet ihr es eher in der Optik sehen. Wir sind heute auf dem PC unterwegs. Das hat einfach den folgenden Grund, dass auf dem PC gerade ein Doppel-Doppel-XP-Wochenende ist, was hoffentlich auch für den Zombie-Modus gilt. Heißt also doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Waffen-Erfahrungspunkte, whatever. Und da ich auf dem PC noch nicht das DLC habe und es auch erstmal nicht kaufen werde, gibt es nur wieder eine Runde Shadow of Evil. Da habe ich ja schon ein paar Videos zu gemacht. Das Problem ist einfach nur, ich bin einfach oft verreckt. Mittlerweile weiß ich auch, wie es geht. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt gerade ein Video mache, werde ich innerhalb der fünften Runde sterben. Applaus an der Stelle schon mal an mich. Das wird große Klasse. Ohne Witz, Leute. Ladezeiten aus der Hölle. Es ist nicht normal. Also wenn ich was mit der PS4 vergleiche, wie schnell der da lädt. Das ist schon richtig bitter. So. Hier durch. Ich gehe so einen kleinen Laufweg ab. Ihr wisst ja, ich habe mir ja krankerweise Videos ohne Ende angeguckt von dem Scheiß hier. Und mittlerweile habe ich auch so einen eigenen kleinen Laufweg. Versuche natürlich aber die ganzen Tipps und Tricks, die man da so lernen kann, irgendwie zu befolgen. Deswegen direkt am Anfang Gas pushen. Ich spiele aber momentan eigentlich nur noch auf der PS4 den Zombie-Modus und bin da auch mittlerweile recht gut. Ja, ich habe mich sehr an die Controllersteuerung gewöhnt. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an das riesen FOV gewöhnen. Klack. Ja, super. Kopf sollte ich nicht treffen. Muss aufpassen. Ich komme schon, verfalsch mir so einen Blutrausch und dann töte ich wieder zu viele Gegner. Denn ich möchte ja ganz gerne in der ersten Runde das Ritual machen. Ist klar. Überlebt das einfach halt mal. Das ist völlig okay. So, der lebt noch. Ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Letztens habe ich es bis Runde 20 geschafft. Das war ganz nett. Bin sehr, sehr minderwertig gestorben. Das war hervorragend. Ich freue mich immer, wenn das passiert. So, Ritual, bla 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 bla. Vollgas. Nee, ohne Witz, Alter. Wollt ihr mich jetzt verarschen? 4 Schläge instant. Ich mach nicht mal diesen Facepalm-Clip rein. Ich lasse das einfach unkommentiert. Ich lasse das sogar drin in die Scheiße. Ihr verarscht mich doch! Was zum Fick war das denn jetzt? Oh. Und ich hab's so angekündigt! Oh. Ey! Ne! 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 Und ne! Das ist nicht mal witzig! Was ist das denn? In der ersten Runde? Oh komm, leck mich doch, ey! Warum? Warum? Ich hab es nicht verstanden. Er regt mich jetzt schon wieder auf, ey. Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock auf das Video. Ja, ruckel halt, du scheiß Kack-PC, ey. Boah, freue ich mich auf Weihnachten, Alter, wenn ich mir einen neuen Rechner kaufe. Das Ding, das wird so viel Strom ziehen, dass unsere Nachbarn, dass da die Lichter ausgehen. So einen Rechner werde ich mir holen. Mit 15.000 Netzteilen drinne. Ihr werdet ein eigenes Atomkraftwerk neben unser Haus bauen. Damit ich meinen Rechner befeuern kann. Dreckige Scheiße. Das war ja wohl gerade unter aller Sau, ey. Auf PS4 schaffe ich es locker. Locker. Bis Runde 20. Und hier überlebe ich nicht mal die erste Runde. Weil ich beim Ritual verrecke. Beim Ritual. Glaube ich, dass es einen Vorteil hat, ein Monster zu sein. Insta-Kill. Ist klar, Insta-Kill. Letzte Runde.
Jetzt kommt der Knockout. Ich ändere meine Taktik mal ein bisschen. Ach genau, Insta-Kill. Das ist so lächerlich gewesen. Ich habe immer noch Hass in mir. Aber diese Sprüh sprüht halt schon. Nein, hier ist es diesmal nicht gespawnt. So. Die Waffe kaufen. Und dann Feuer. Die zu was alleine ziehst. Perfekt, die erste Tarnung bekommen. Das Ganze ist einfach unkommentiert, Alter. Es ist einfach so lächerlich gewesen. Meine Fresse, Alter. Also auf PlayStation habe ich hier sogar schon die rote Hexer-Wichse-Tarnung. Weil ich aber so ein übelster Ficker bin. Das ist ein Albtraum. Es muss ein Albtraum sein. Ich hab's nicht so. Du da unten. Bitte. Versteh's auch nicht. Auf PS4. Ohne Witz, auf PS4 rasiere ich die hier. Und hier krieg ich wieder voll aus dem Maul. Ich weiß, was war das vorhin? Das kannst du mir noch nicht erzählen, Alter. So, ersten Wurm haben wir. Das, wenn er schon so anfängt, dann. Oh, meine Stimme ist schon weg. Wenn er so anfängt, dann kann die Runde ja nur geil werden. So, hier brauchen wir wie viele Punkte für? Genau. 1000. Weil das schon gerade ist so ein. Du bleibst da drinne. Ich habe gar keine Bock, die Scheiße zu kommentieren, Alter. Ich bin so sauer wie ihm gerade. Das war lächerlich. Das war einfach lächerlich. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Weil ich will die Rituale halt so früh wie möglich machen. Weil später gehen wir die auf den Sack. Warte, kann ich nichts verspenden? Pass auf. Pass auf, wenn ich jetzt noch schnell genug bin. Ach, du Hurensohn, ey. Ohne Witz, Hurensohn. Jetzt, wo ich wieder normal bin, tut meine Knochen richtig weh. Ja, das war das Aim des Todes. Nein, Juck, werde ich nicht nehmen. Ich brauche ein paar Punkte. Das kann ich mir gleich mit die ganze Scheiße nicht leisten. Du bleibst drüben, Kollege. Ich liebe diese Waffe an der Stelle übrigens. Also ich finde die richtig geil. Man kann damit halt Punkte machen ohne Ende. Das war ein guter Tipp. Ein sehr, sehr guter Tipp. So, ja, jetzt spawnen hier die Hurensöhne. Die mir eben gerade gar nicht auf den Sack gegangen sind. So. Ja, eins haben wir. Komm, hier werde ich auch nochmal zum Kackviech. Mach ich das da auf. Aktivieren wir mal die Spinnscheiße. Na, wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das, hä? Wie gefällt dir das? Anscheinend mag er's. Sie. Bin ich zu einem verdammten Krakenmonster geworden? Jupp, bist du. Schnell überlegen. Dann können wir die Tür freikaufen. Aber ich will mir jetzt erstmal Jogger holen. Weil, Der Anfang, der war schon so schlecht. Wenn ich jetzt das zweite Ritual beende und dann spawnt da der Magwa und der putzt mich dann über den Haufen, dann kann es gut sein, dass ich hier einen richtigen Schreikrampf kriege. Ach, der letzte Zombie, Alter. Der gammelt wieder irgendwo rum. Ich höre ihn noch irgendwo. Ach, Katze, Alter, nerv nicht, ohne Witz. Friss mir eigentlich die Haare vom Kopf. Warte, hier habe ich was gehört. Das werde ich dann mal erzählen.
Ja, du hast gerade was zu fressen gehabt, geh bitte nicht auf den Sack, Hülle, mach ein Video. Sonst muss ich dich nämlich leider aus dem Fenster werfen. Das möchten wir beide nicht. Habe ich schon eins? Tatsächlich, ich habe schon eins. Sehr schön. Ja, zu der PS4-Geschichte. Demnächst werden nur noch Videos von der PS4 kommen. Aber erstmal brauche ich das Kabel. Ich habe nämlich extra ein Kabel gekauft, womit ich einen PC-Monitor mit der PS4 verbinden kann. Dann kann ich da nämlich auch wieder vernünftig aufnehmen. Aber mittlerweile steht mein Fernseher mit dem PS4 wieder in meinem Wohnzimmer. Und das ist ein bisschen weit von der Elgato entfernt. Aber sobald ja, das Kabel da ist, kann ich halt meinen zweiten Monitor anschließen. Hurra, hurra. Und dann kann ich schön hier aufnehmen und in den Fernseher gucken. Das Problem war nur, ich habe dann keinen Blu-ray-Player mehr. Also PS4 Blu-ray-Player, ist klar. Aber wir die umbauen, das ist ja kein Problem. Zwei Kabel abziehen. Zwei Kabel wieder anstecken. So, jetzt habe ich Jugger. Jetzt fühle ich mich auch ein bisschen safe. Dann könnten wir jetzt eigentlich, genau, das Ritual hier machen. Zum Biest werden. Und mal eben ganz kurz hinten den Strom anschalten. Wo das sogar auf der PS4 hier ruckelt. Oh, Beeilung. Dann können wir nämlich noch irgendwie schnell hier rein. Und dann gleich hier Dings aufmachen. Die Tür. So. Und sonst macht das ja sowieso keinen Sinn. Das ist ziemlich kranke Scheiße. Oh ja, sagst du was? Ich glaube nicht, dass das Gesetz hier für Ordnung sorgen kann. Na los doch. Ich hab keine Angst. Alles klar. Läuft auch gerade mal 50 FPS. Hm, nicht schlecht. Dafür, dass ich der niedrigsten Einstellung habe. Ist auch gar nicht verkehrt, oder? Radio, Musik anmachen, wisst ihr Bescheid. Ich weiß nur leider nicht, wo das dritte Radio ist. Na, nö! Notensohn! Was hast du vor, Notensohn? Nicht mit mir. Außerdem habe ich Juggerdy-Jug. So, jetzt spawnt mein Kumpel. Nicht also über alles liebe. Nicht. Oh, puh, es war nicht der letzte. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich jetzt hier die ganzen Viecher schieße. Magma plus Zombie Horde ist eigentlich eher so eine Scheißkombination. Wo ist er? Jetzt geht's rund. Das Spiel nicht mal lauter stellen. Na, nee, Zombie, geh mir bitte jetzt nicht auf den Sack, ey. Natürlich! Natürlich, mein Digga! So, jetzt kann er eigentlich laufen. Und Fika spawnen lassen. So, nächster Kopf. Ohne Witz, ich spiele unter, ich lieber in der PS4. Vielleicht, weil es dann nicht ruckelt. 60 FPS sind halt schon schick, ne? So, Magma-Herz. Hm. Eigentlich könnte ich mir, glaube ich, die Kuda holen. Na, komm, die VMP. Scheiß drauf. Gute Feuerrate. Macht zwar nicht so viel Schaden. Aber sei es drum. So, generell hole ich mir jetzt eigentlich Speedcooler. Weil schnelleres Nachladen ziehe ich dann doch der schnelleren Feuerrate vor. Das kann ja jeder entscheiden, wie er selber möchte. So, und jetzt versuche ich schnell zu sein. So. Hier, da anmachen.
da anmachen. Dann schnell die Kiste da runterholen. Dann die Tür aufmachen. Dann Flyer Desk kaputt machen, wobei wir das nicht mehr nutzen werden. Da habe ich nur wirklich keinen Bock drauf. Boah, das weiß ich, ey. Stirb! Okay, Finger weg. Perfekt. So, natürlich noch keine Punkte für Speedy. Aber Speedy hat Punkte für uns. So, Schildteil ist da. Soweit ich gehört habe, hat er noch geatmet. Ich glaube, Dings habe ich noch nicht, oder? Egal, gucken wir mal nach. Das Teil haben wir also. Dann kann ich eigentlich da hinten schon mal aufkaufen. So, dann können wir uns nämlich hier die Zombies gleich ein bisschen zusammenfarmen. Oder, warte. Zack, hier hoch. So, das reicht eigentlich auch schon wieder. Jetzt die Runde ein bisschen entkräften. Alles klar. Könnte sein, dass ich nicht so zimperlich bin. Wie viel Zeit gewinnen wir dadurch? Ich tippe auf etwa 30 Sekunden. Netter Spruch, den kann ich noch nicht. Glaubt man's, was da gerade passiert ist? So, nicht zu viele töten. Alles klar. Na, ich muss das Spiel mal lauter machen, sonst kriege ich mich, glaube ich, gleich Probleme mit dem Hören der Gegner. So, schon viel besser. Baboom, Junge! Das scheint der letzte zu sein. Hab ich aber geirrt. Katze, wo kratzt du schon wieder? Oh Gott. Geht die Katze mir auf den Sack, ich verstehe es nicht. Bist du der letzte? Scheint so. Das Burlesque. Hier haben sich eure Wege häufiger gekreuzt als an jedem anderen Ort der Stadt. Komm her! Komm, ich zeig dir was. Komm nur her, wenn sonst nichts mehr offen hat. Euer Opfer wurde geweckt. Wo? Das war knapp. Da habe ich gerade schon fast vier Scheiße gebaut. Der hätte nicht versuchen sollen durchzugehen. Naja, hat ja geklappt. Katze, Alter. Mann, warum geht sie mir denn auf den Sack, Alter? Ganze Fressen geben, was... Bis sie Platz, oh. Jetzt kratzt sie mir meinen Teppich kaputt. Katze, lass das doch einfach mal. Ich will das nicht. Ups. Hatte ich hier schon das Portal geöffnet? Ich glaube noch nicht, ne? Dann machen wir das mal ganz kurz. Und als jetzt brauchen wir das letzte. Und Speedy Cola. Speedy Cola brauche ich. So raste ich nämlich aus. Davon ist mir etwas schwummrig geworden. Ups, da ist er. So, jetzt nur der letzte. Den haben wir dort. Habe ich hinten das Schild eigentlich geholt? War da ein Schildteil? Ja, sicher. Ich glaube, da könnte eins. Ja. Ich komme später drum. Ich schaff sowieso nicht bis zum Schildteil. Außerdem spiele ich jetzt auch immer ohne Schild. Tor verschlossen. Ach Gott, wir haben 1000 Punkte. Okay. Ich kann dir nur helfen, wenn du haben 1000 Punkte. Nur durch Akzeptanz. Und flüssiges Dividium. Sehr schön. Ja. Kann man auf jeden Fall machen.
Oh, ist mit meinem Tentakel ausgerutscht. Entschuldigung. Nein. Ach, du Nuttenkind, ey. Jetzt, wo ich wieder normal bin, tun meine Knochen richtig weh. Gut. Das wird ein bisschen gruselig. Okay, Jungs, dann lass uns mal ein bisschen Tango tanzen hier. Ihr seid aber viele, ne? Ich will nichts sagen, aber ich glaube, das waren ein paar Kopfschüsse. Ich habe noch ein paar Schuss übrig. Maximale Munition! Gratis Munition? Wo zum Teufel kommt die denn her? Ja, wie stark diese Waffe immer noch ist, ne? Hey! Nicht anfingern hier! Was wollte ich gerade sagen? Genau, ich wollte hier lang, ne? Oh, Katze, was willst du schon wieder? Ich verstehe dich nicht. Oder willst du, ich verstehe dich nicht. Den Punkt abholen. Dann nach dem Schildteil suchen. Welches nicht hier ist. So, hier meine Sicherung. Schildteil. Aber was wollen die denn mal überall? Das war sehr schlecht. Man vorhatte. Aber ist das Schild da nochmal? Sorry, ich hab's vergessen. Ihr seht es jetzt auf Anhieb nicht. Wie gesagt, ich brauch's ja sowieso nicht. Wie viel Teil habe ich? Hier, wir ist eins, also da hier. Scheiße ich da drauf. Aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo die Kiste ist. Das ist schon mal viel wert. Der gehört. Das Teil haben wir auch schon mal. Seinen Besitzer besiegen. Warum ist es nie ein fairer Kampf? Okay, den habe ich. Was? Willst du mir mein Geld klauen? Jo, ruckel halt. Ist völlig okay. Ist völlig okay. Und das soll für einen gerechten Kampf sorgen? Weevil. Glaube ich nicht. Ja, lass ich erstmal so stehen. Wie es ruckelt, ne? Aber es ist mir egal. Ich mach PC-Gameplay davon. Das ist mir so relativ, wie es ruckelt. Aber demnächst gibt es noch PS4-Gameplays. Wie gesagt, wenn ich dann das Ding habe, dann mache ich das. So. Das ist mir auch schon mal offen. Lass es hinter dir, Floyd. Na los. Und auch hier ist ganz wichtig, dass ihr den Zombie mit reinlaufen lasst. Denn wenn der nämlich während ihr rumlauft, der hier reinläuft, gerade bei der Boxhalle, dann werdet ihr im Strahl kotzen. Ich bin so oft schon dadurch gestorben. Natürlich. Hier trainiere ich. Euer Opfer wurde gewählt. Gerade hier laufe ich ganz ungern mit den Viechern. Heilige Scheiße! Bist du das da unten? Du musst mir helfen, Mann! Floyd, ich flehe dich an! So. Das vierte Ritual wäre damit beendet. Da sind Punkte mal zwei. Die hole ich mir erstmal. So, jetzt kommt natürlich wieder ein Viech, weil wir alle vier haben. Und den werden wir jetzt erschießen. Bevor wir uns um den letzten Zombie kümmern. Gib dich geschlagen. Du tust dir nur selbst weh. Aber hier laufe ich ganz ungern lang, hier ist so eng. Wenn dir eine Zombie-Masse entgegenkommt, dann hast du so die Arschkarte. Wo ist der Zombie eigentlich? Ich glaube, da sind ein paar Zähne draufgegangen. So, jetzt schnell. Hier rein. Oh, ja, er nimmt das nicht an, ey. Denn hier kannst du nämlich in die Magma besser kämpfen.
Gleich gehst du K.O., Großer. Überhaupt nicht verimpft oder so. Was? Eigentlich scheiß drauf. Ohne Witz, Leute, scheiß drauf. So. Hier werden wir jetzt gleich das Ritual machen, aber bevor ich das mache, will ich dementsprechende Waffen haben. Ah, genau, das hatten wir schon gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das verkaufen werde. Ich glaube eher nicht. Ich kann es aber jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, die Vespa, die packe ich jetzt mal weg, weil irgendwie mag ich die nicht. Das Ding haut sicher rein wie ein Maultier. Ja, mit der kann ich arbeiten. Das auf jeden Fall. Ja! Meine Lieblingswaffe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Punchen können wir es leider nur nicht, weil ich dafür nicht genug Punkte habe. Aber wir können ja hier schon mal gleich ein bisschen rumlaufen. So. Pack a Punch. Komm zu mir, Papa. Lalala. Was für eine Scheiße. Alienwürmer? Ich hab immer so Angst, ranzulaufen. Was ist, wenn das irgendwann mal nicht funktioniert und du da runterfällst? Ich weiß nicht, ob ich diesem Schattenmann traue. Er kriegt den Arsch. Ich weiß nicht, ob ich diesem Schattenmann. Oh Gott! Oh Gott! Der Kampf ist vorbei. Neger. Oh. Euer Dienst für die Meister ist willkommen. Ja, nimm ihn in den Mund, halt die Fresse. Die vollständige Assimilierung dieser Dimension wird nun beginnen. Ich wusste gleich, dass das nicht gut geht. Wenigstens haben wir ein neues Spielzeug. Ja, jetzt spotten wir, wie er so ein Mack war. Deswegen, werde ich den Zombie jetzt mal in Ruhe lassen. Jetzt dachte ich, dass einer spawnt. Ja, da ist er ja. Hallo, Magma! Magma! Verscheißert mich doch, oder? Ja, der Zombie mir jetzt auf den Sack geht. Krieg ich auch. Sehr schön. Ah, die Waffe ist ohne Witz, die ist so geil. Nach zweimal Punchen ist die sowieso ein Monster. Oh? Und die Man of War reiht sich genau da ein. Das sind so meine zwei Lieblingswaffen für Zombie-Modus, aber die CR auf jeden Fall meine absolute Lieblingswaffe. Endlich! Vielleicht kriege ich jetzt mal ein vernünftiges Preisgeld. Ach, reicht doch nicht zu punchen, Leute, scheiße. Da muss ich nur noch eine Runde überleben hier. Aber hier kann man jetzt super laufen. Jetzt zeig euch mal den Laufweg, den ich habe. Da kann man hier super die Zombies ein bisschen zusammen sich farmen. Man hat hier auch noch eine Falle, falls es mal brenzlig wird. Die habe ich auch einmal schon auf PS4 nutzen dürfen. Und es ist sehr schön, wie dann einfach eine riesige Menge an Zombies stirbt. So, jetzt schön rankommen lassen hier ein bisschen. So, dann kann man sich langsam immer so zusammenlocken. Dann gehe ich hier durch. Und dann kann man hier nachher schön reinzielen, weil die alle in einen Punkt laufen. Wir dürfen halt nicht nur zu lange da reinzoomen, weil die Zombies ja auch irgendwann wieder nachspawnen. Ja, und die kommen dann halt von dem Geländer da hochgelaufen. Das ist dann halt super scheiße. Wenn ihr dann gerade im Zoom seid und euch aufs Töten konzentriert und auf einmal stehen neben euch fünf Viecher, die gleichzeitig auf einprügeln, dass das nicht überlebt, das muss ich glaube ich wohl da nicht mehr erwähnen, oder? So, ups, 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 so.
Naja, nuklear, scheiß drauf. Sofort umgucken. Weil die können mir das Gelände hochklettern, die springen hier rüber und sowas. Das ist ja. Oh, ich reg mich nicht auf. Warum auch? Warum auch? Auf PS4 geht das bis Runde 20 gut. Da kannst du die ganze Zeit rumlaufen, hast niemals Probleme. Auch wenn ich aufnehme und es zeigen will, dann was geht das natürlich nicht. Welche Runde habe ich überhaupt erreicht? Dann geht's natürlich nicht. Wenn man es aufnimmt und zeigen möchte, funktioniert es prinzipiell nicht. Das habe ich auch beim Eisendrachen gesehen. Ich nehme auf, sterbe in der dritten Runde. Sofort. Ich nehme auf und sterbe in der dritten Runde. Ich kann es aufnehmen. Selbst The Giant. Ich habe zweimal versucht, The Giant aufzunehmen. Und zweimal habe ich einfach nur verkackt. Und dann nimmst du nicht auf in der Reichsrunde 35. Solo. Nur mit einer scheiß Sniper. Reden wir ja gar nicht drüber auf, ey. Ich lade das einfach so hoch, ist mir scheißegal, was ihr davon haltet. Natürlich gibt es keine Doppel-TEP, so wie ich das sehe. Auch 8 Runden überlebt. Ey, ist ja ein neuer Rekord für mich. Ich weiß, ich kann nichts auf die FPS schieben, eigentlich schon, oder? Ich habe an der PS4 null Probleme dort zu laufen. Null. Null! Null Probleme! Wunderbar, ich bekomme alles! Im ersten Anlauf, ich brauche keinen Quick-Drive, nix! Und dann nehme ich einmal auf, das ist wie ein Fluch! Aufnahmetaste gedrückt und du wirst auch 100% verkacken! Ich könnte im Strahl kotzen, ey! Mann! Na, wenigstens mal 2. Pisse hier. Aber Hauptsache, man kann echt Geld ausgeben für die Scheiße. Ruder freigeschaltet. Vespa. Furchtarnung. Nein, nur Abschüsse. Ich mag die auf der Konsole nicht. Juckt mich alles nicht, ey. Ja, schön auch groß geil leveln. Schnelles Ziehen, was aber Handwaffe ja so von Vorteil ist, weil die ja nicht schnell zieht oder so. Hier, ich hab eure Konsole für die alles freigeschaltet. Alles. Weil ich damit einfach rasieren konnte. Hier, schönes rotes Hexagon, weißt du, hier LV, Ab-Effekt habe ich auch schon. So. Lackierung natürlich nicht. Das Video ist auch künstlich in die Länge. Nur weil nicht, dass ihr jetzt denkt, hier kommt noch irgendwas. Scheiß drauf, wie sie hier drauf? Ist eh alles scheißegal. Du, ich sterbe ständig im Tommy-Modus. AFD kriegt 24%. Ist eh alles egal. Ich glaube, ich wähle dieses Mal die NPD. Welt ist doch eh am Arsch. Ja. Das war Zombie-Modus. Konnte ich ja die Tagesaufgabe super bewältigen. Richtig geil. Spielt sich halt mit 50, zwischen 20 und 50 FPS super. Solange ich meinen neuen PC nicht habe, spiele ich das Spiel auf dem PC nicht wieder.
Sonst kriege ich Schreikrampf. Haut rein.